Hallo Rio, hier ist das Zweikampfsofa. Wir spielen Neverwinter mit mir, der Snorks. Juhu. Ich bin der Smirk und wir spielen den Grauwolfsbau. Episch, das heißt episch. Die Meistervariante. Bin gespannt, ob die aufs Leute Angst Maul haben, gleich wieder rausgehen oder ob sie tatsächlich wollen und laufen. Oh, die haben es eilig, jawohl. Die rennen alle vor hier. Also erste Gruppe gleich um die Ecke hier. Das ist so der erste DPS-Check, wie stark die Gruppe ist. Noch leben wir. Noch lebe ich. Aber ich habe schon was aus Maul gekriegt. Wollte ich gerade sagen. Ja. Irgendein Heiler hat mich geheilt. Juhu. Juhu. Guten Heiler zu haben, finde ich auch. Fantastisch. So, links ist die nächste Gruppe. Auf geht's. Och, der macht das ganz ordentlich Wolf da. Und so. Ich muss doch heilen bei euch. Seid nicht so stark, wie ich dachte, dass ihr seid. Oh, gehofft hast, meinst du? Ja, so, muss das tatsächlich vorarbeiten, ja, verdammt. So, zwei verdammte Möglichkeiten. Axt. Durchs Wasser direkt auf die andere Seite, was sie wieder nicht machen, oder die Nein. Gegner umhauen. Ja, gut. Das kennen auch die wenigsten. Einfach laufen, die wollen die Kugel hier rumtatschen, um dann das Wasser zu überbrücken. Die sind so ein bisschen touchy, meinst du? Ja, die wollen so ein bisschen rumfummeln, ja. So, den Bogenschützen hat irgendwie jeder vergessen. So, los geht's. Und touchy, touchy. Fummel, fummel. Weil ihr könnt auch, ich gehe einfach, sonst wäre ich jetzt mal eben durchs Wasser gegangen, ich gehe mal außen rum. Könnt ihr auch einfach durchs Wasser gehen. Ihr nehmt zwar Schaden, aber man hält es für eine kurze Zeit aus. So kann man abkürzen. So, immer nicht vergessen, dass die Bogenschützen vielleicht zuerst gekillt werden sollten. Und die Zauberer. Der Typ macht fiese Bereichsattacken, also um sich herum und so ein Strahl vor sich her. Und sobald ihr die Treppe betritt, kommt von oben eine Gegnertruppe runter. Einer springt auch direkt hier runter. Frechheit eigentlich, Frechheit. Ja, das dachte er gar nicht, sich auch so. Warum will der mich hauen? Hallo, ich will gar keine Agro haben, geh weg, ich mag dich auch. Ich bin hier der Waldi und hab wieder die Agro auf mir. Wo haben wir keinen Typen mit Schild? Wo ist denn der? So. Frechheit. Toreingänge und überall Wölfe und Natürlich haben wir ein Schild. Wir haben einen Tank, wenn du das meinst. Aber Elsbeth ja, Iron irgendwas. Genau. Iron Half. Warum habe ich vorhin die Arrow gehabt? Was soll denn das? Du hast das dich wahrscheinlich so wieder ungeschickt angestellt. Was soll ich denn sagen? Vorgedrängelt meinst du, ja? So, Mittelboss, der Redgar. Ja, für Schwächere schon das erste Hindernis. Ich habe hier schon Gruppen gehabt, die hier nicht weiterkamen, weil sie einfach zu wenig Damage ausgeteilt haben. Jetzt meinst du? Nur, er kriegt ihn ja runter, aber er verwandelt sich halt, wird größer, springt und dann... Und nervt. Wenn ihr da kein DPS habt, um den niederzuknüppeln und das nur so viel Millimeter geht, weil er spawnt jetzt auch Fernkämpfer, die von hinten ballern und die machen halt richtig Schaden, wenn man sich nur um ihn kümmert. Hier am Rand stehen Bogenschützen. Wäre nett, wenn einer am Rand langläuft und das macht. Ja, ich kümmere mich gerade um Redgar, also sehe ich, aber macht es nicht besser. Mach's nicht besser. Frechheit. So, jetzt noch ein bisschen, komm. Nimm dies, du Schuft. Schurke! Da, Redgar, dein Leben geht's. Weg da, los. Ja, so, das geht doch. So, wo ist der Rest hier vom Gemüsestand? Nimm dies, genau. So, wo ist. Da, und der hier auch noch, der kleine Werwolf. Ja, das wird wieder ein. Lustiger Endfight, ja. Ich lustiger schon Endfight und ein neuer Heilrekord, den ich hier aufstelle, glaube ich. Immer wenn wir zusammen laufen, ist das immer so. Nee. Aber ihr kriegt ganz schön was aus, oder lasst euch ziemlich aufs Maul hauen, na, um es mal deutlich zu sagen. Und ich muss ordentlich hinterherkommen, um zu heilen. So einer versucht schlau weiterzulaufen, aber am Ende der Tür triggert man immer die Gegner in diesem Raum. Es ist der zweite Raum, wo ihr an den Gegnern vorbeilaufen könnt, Leute. Nicht der erste. Versuchen kann man es ja mal, heißt es. Ne? Ja, aber hier gelingt es nicht. Hier ist der Abstand von der Tür zu den Gegnern ein Tucken kleiner. Und schon ist der Aufmerksamkeitsbereich der Gegner da. Und diesen Raum an den Gegnern kommt man nicht vorbei. Also selbst wenn der erste durchläuft im Eingang, die rennen ihm hinterher und hat die sofort für alle anderen getriggert. Hier kann man an den Gegnern vorbei. Ihr müsst niemanden angreifen und töten. Hauen.
Einfach weiterlaufen. Haben sie auch hingekriegt. Jo, haben sie alle hingekriegt. Wir vergeben Orden für gutes Benehmen und das würde jetzt hier so schon mal klappen. Eintrag ins Klassenbuch. Jo. Ein positives natürlich. Was ist das? Ein Blümchen? Was gibt es denn heutzutage? Ein Einhorn oder so? Keine Ahnung. Den dicken Mittelfinger, keine Ahnung. Hallo? Den habe ich nie gekriegt. Also, komische Lehrer hast du denn gehabt, sag mal. So, hier das übliche Gesocks. Wolf und Wolf. So, jetzt erster Zwischenboss hier, der Rudelführer Zaje. Ich mache euch mal einen kleinen Bereich hier auf. Bin mal nett. Das lieb von dir. Ich mache mal auch einen kleinen Bereich auf. Mach ein Blumenbeet. So, der ruft halt regelmäßig irgendwelche fiesen Wölfe dazu. Wie gesagt, die stunnen einen, die werfen einen um, was den Kampf mit ihm nicht einfacher macht. Na du, wo ist er hin? Steht in der Ecke. Der Eckensteher. Was soll das denn? Ist der doof oder was? Ich stand gerade so schön hinter ihm. Das. Hallo? Jetzt muss ich wieder suchen, wo er ist. Da. Ja, vor allem steht ihr lustig auseinander. Ich kann euch gar nicht alle zusammen heilen, weil ihr so auseinander steht. Ja, du heilst den, der beim Endboss ist. Beim Endboss ist, ist doch da. Nee, ich will jeden eigentlich heilen, aber ihr seid so auseinander da. Er ist hier gleich tot. Mal wieder hochheilen, danke. Ich will ja keinen verlieren hier. Kein Mann wird zurückgelassen. Nein! Marines! Ja, aber das ist zum Beispiel auch, Leute, selbst wenn ihr DPS-Klassen spielt, also Teamplay muss es vielleicht nicht mal sein, aber Gruppenplay. Bleibt zusammen, dann kann euch der Heiler vernünftig heilen. Ansonsten ist das nämlich echt schwer, so eine Gruppe zu heilen und ihr wundert euch, warum bin ich einen Down gegangen, der Heiler ist kacke. Nein, vielleicht steht ihr auch immer arschweit weg von der gesamten Gruppe. Und dann könnt ihr nicht. Sprichst du aus Erfahrung? Ja, echt. Bist du angepupst? Nein, aber es ist halt echt schwierig für einen Heiler, wenn ihr alle durcheinander rennt. Denn entweder fokussiere ich mich auf ein, zwei, die in der Gruppe stehen, oder ich muss permanent hin und her irgendwie und das wird dann echt schwierig. Und dann ist das eben nicht so leicht, die Gruppe am Leben zu lassen. Und dann wundert ihr euch, warum ihr not nicht weiterkommt. So also, easy. So, ein Feuerchen. Da könnt ihr mal ein bisschen auftanken. Weiter geht's. Lange habt ihr gar nicht recht Zeit, weil alle wollen vorwärts. Hier an den Gegner kommt halt nicht vorbei. Ihr müsst alle umkloppen wieder. Ja, vor allem in den Ecken. Die Leute rennen immer weiter und sehen gar nicht, dass rechts und links Bogenschützen stehen. Machen die zum Schluss fertig. Ich verstehe es immer nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, mal hauen. Aber nicht nachdenken. Das ist bei DPS dann, glaube ich, irgendwie nicht. So, angesagt. Die erste Dreiergruppe oder mit Wölfen sind es fünf oder so. Geht noch, aber sobald die weg sind, kommen Sturmzauberer. Das heißt, die Wölfe mit diesem riesigen Bereichschaden und die so Elektrostrahlen rausbrutzeln. Und die sind so der zweite winzige Check für die Leute, wie stark sie sind oder nicht. Siehst du, fliegen schon alle weg hier. Na komm, hau sie um. Jawohl, erst das weg. Die Gruppe ist gut, aber habe ich eben auch schon ganz anders gesehen. Ganz viele Schwächere Hobby kommen an diesen beiden hier nicht vorbei. Die halten auf. Ja, das ist ein bisschen nervig, die Jungs. So, jetzt wieder das übliche Gesocks. Wölfchen und der Häschen. Auch die hätte man gar nicht angreifen müssen. Meistens kann man so durch die Tür, ohne sich um jemanden zu kümmern. Aber habt ja einen in der Gruppe angegriffen, müsst ihr die anderen auch mitmachen. Alle wegknuspern, genau. So, jetzt haben wir sie. Weiter geht's. Wir haben noch ein paar Meter vor uns. Fast geschafft. So, jetzt sieht man nur einen Wolf, aber dahinter steht noch so ein riesiger Werwolf und der knüppelt immer gut rein. Gemeine an diesen Wölfen ist eben, wie gesagt, die Wölfe entweder stunnen ihr euch, frieren euch sozusagen ein oder werfen euch um. Und dann ist immer noch mindestens ein Dicker dabei, der auf euch draufhaut. Und wenn ihr liegt, kriegt ihr natürlich richtig Schaden dadurch, weil ihr könnt euch nicht verteidigen, nicht wegrollen, kriegt einfach aufs Maul. Das ist blöd. Immer auf die Fresse drauf. So, die zwei Gruppen, eine springt immer von links rein, die anderen stehen schon da, die sieht man auch gleich. Und die Bogenschützen hinten wieder, also ich bin hier durchgelaufen, hab die Bogenschützen weggemacht. Dann
geht's, glaube ich, ein bisschen saftiger hier. So in der normalen Variante springen hier zwei Wölfe raus. Die kommen hier nicht. Ihr könnt hier so durchlaufen. Völlig ungefährlich. Der Raum ist also eigentlich quasi überflüssig. Ja, in der normalen Variante ist ja derselbe Dungeon. Da sind da halt Boss-Gegner, hier nicht. Dafür kommen in der normalen Variante durch diese Tür hier Gegner. Die kommen hier auch nicht. Sondern alles Overliquid. Ja. Erst gleich auf der Zielgeraden hier stehen hinten an der Wand wieder ein paar. Und wen wundert's? Wehrhäschen und Wölfe. Mal wieder. Ich bin ein flammender Engel. Ich bin der flammende Engel der Liebe. Ja, belieb mich mal. Das ist ja toll. Flammenengel, ey. Was? Ja, alles gut, alles gut. Ja, ja. Ruft schon mal. So, wenn ihr die nächste gerade geht, es kommt eine Truppe sofort und sie müsst euch entscheiden. Rennt ihr jetzt weiter oder kämpft ihr erst mit den beiden, bevor die Truppe da hinten alle macht? Es gibt zwei Arten. Die einen rennen gleich hinten durch, die anderen bleiben wie diese hier auf diesem Niveau erstmal mit den Gegnern und machen dann die andere Truppe. Das geht ja noch. Das geht ja noch. So, immer schön in die Grube gleich fallen, das ist auch so ein schönster so Witz. Sturmbeschwörer da. Ja, nett nervig. Und ihr seht den roten nervig. Strahl, der da geht, das ist echt auch böse, 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 böse. So, wenn die alle weg sind, den Hebel. Wenn die alle weg sind, habe ich gesagt, genau. Sind ja noch nicht alle weg. Eben. Hebel und jetzt, das muss hier runterfallen. Wie oft habe ich schon die Leute gesehen, die runtergefallen sind? Ihr müsst dann richtig weit laufen, das ist echt doof. Das ist nur Kack. Ja, oh, oh, ja, fast, okay. Ich habe mich schon gefreut. Schadenfreude. Aber sein Reittier da runtergeschubst, also der Zatsch seinen Gefährten, der hat es nicht geschafft. So, ab die Tür hier, ich will niemals einladen. Schadenfroh. Wenn er jemand runterfurzelt, ja. So. Und schon geht's weiter. So, und wie oft bin ich in diesen Dungeon an dieser Stelle dazu gekommen als Neuling? Die anderen haben schon mehrfach versucht und dann... Hilfe, Hilfe, Snorks, hilf uns. Also, das ist unsere letzte Rettung. Hier sollte man so ein bisschen Bossmechanik kennen. Erstmal draufhauen, würde ich mal sagen. Das könnte helfen. Also erstmal draufhauen, bis er sich zum Werwolf verwandelt. Lauf und nicht bitte, weg, bitte, oh, bitte. Mann. Okay. Ja, ich weiß. Und den roten Bereichen entweichen, bitte. Da ja, wollte ich nicht drin stehen. Wobei, das ist eine Taktik, den Boss in diese Ecke oder eigentlich noch mehr in die Ecke. Er steht fast noch ein bisschen weit weg. Weil wenn er sich verwandelt, was er eigentlich gleich machen müsste, dann ist er unkaputtbar. Also vor allem weicht aus dieser Hand aus und diesem und so. Ja. Er verwandelt sich. Hat so ein Schild, so einen roten. Und jetzt warten wir auf einen roten Wolf, der kommt. Und in der Zeit machen wir diese ganzen Sturmbeschwörer hier platt. Und wenn der rote Wolf kommt, dann müsst ihr den töten, aber in der Nähe vom Boss. Nur wenn der wirklich nah beim Boss ist und ihr ihn dann tötet, wird sein Schild verringert. Jetzt schreit, da ist der rote Wolf, aber der Boss ist weit weg. Wenn jetzt jemand den roten Wolf killen würde... Wäre das schlecht. Wäre das schlecht. So, jetzt ist er in der Nähe. Jetzt. Mach den roten Wolf platt. Ja, er ist gerade weggelaufen. Zack, Schild ist weg. Scheiß Vieh. Und jetzt draufhauen. Und jetzt wieder draufhauen. Das ist die erste Bossmechanik, die man lernen muss. Halt nicht auf den unkaputtbaren Boss einkloppen und sich wundern, warum man drauf geht. Aber das macht ihr ja gerne nochmal, glaube ich. Ne? Es wird gleich wieder Wiederholung hier. Ja, ihr seid auch nicht so schnell, muss ich mal so sagen. Ja, ich versuche mal in Very Best. Okay, machen wir mal so. So, er verwandelt sich wieder. Besser. Sturmbeschwörer platthauen. So viel, so schnell wie geht. Ja, ich merke es gerade. Oh, scheiße. Gleich zwei auf einmal hier. Auf den armen Smirks raufgekloppt. Das war nicht so nett. So, und da stehen wieder, also meine Truppe mit zusammenbleiben hat sie es auch nicht. Die einen stehen ganz hinten, die anderen stehen ganz vorne.
Warum eigentlich? Hier ist der rote Wolf. Jo. Was ist beim roten Wolf? Und hier ist die Tante. Müsste jetzt mal nehmen, was den roten Wolf platt machen, sonst wird das nichts. Ich bin tot. Moment, erinnern wir mal. Du bist tot? Ja, ja. Ich stand auf dem roten Wolf und auch der rote Bereich war bei mir. Das war Doppelbombe. Das ist schlecht. Der rote Bereich ist schlechter. So, ich bin jetzt meiner Tante. Wo sind denn der ganzen GPS dahin? Sind die ja schon tot oder was? Wieso? Sind irgendwie alle da, oder? Nee, wo ist denn das Schwertkämpfer? Ach ja, den sehe ich gar nicht mehr. Der steht in ihr drin, der Perversling, der Lüstling, der. So, wieder unkaputtbar. Sturmbeschwörer platt machen. Und zwar so schnell wie nur möglich. Als Sturmbeschwörer mit ihren Bereichsschäden und der Boss, der immer noch herjumpt und Bereichsschäden macht, ist echt böse. Heilung! Medic! Ist keiner da. Ihr seid alle wieder ganz woanders. Und du auch. So, jetzt habe ich sie weggemacht hier. Wo ist der Wolf? Da ist der Wolf. Komm her. Ja, angetriggert, sehr gut. Geht ruf. Wo ist er da? So, jetzt hat er macht die neue lange mal gebraucht, aber schon, ist so ein bisschen zäh hier. Ich helfe mal mit. Ja, ja, mein Dings ist gerade aus. Oh, scheiße. Dein Dings ist aus. Hier liegt auch jemand, hat sich wieder hinter mich gestellt. Ist nie schlau, hinter dem Heiler zu stehen. Ja, es ist irgendwie doof, ja. Ich habe gerade meinen Cooldown auf. Oh ja, danke für die Heilung. Kommt noch ein bisschen. Kriegt er hin. Nein. Schafft er nicht. Sturmbeschwörer killen. Wo ist denn der nächste hier? Da. Warum geht er nicht tot? Vielleicht so? Ich hab noch keinen Wolf hier. Wo ist er? Doch, da ist er doch. Nur beim Boss töten, er ist zu weit weg. Jetzt. Ja, ich wollte ein bisschen triggern hier. Nein, jetzt. Oh. I working on it. Au. Wisst ihr, weil ich euch heilen wollte, habe ich aufs Maul gekriegt. Mein Gott. Oh nein, herrje. Und Feuer haben wir auch noch hier. Soll super. Puh, so, das, ihr seht, das kann mal so oder so sein. Die Tante zu killen, wenn man ein bisschen länger braucht, dauert dann halt. Ich habe das blutbefleckte Hemd, yay. Das ist schön, dass du aus diesem Dungeon immer was rausziehst. Ja, es war mal ganz geil, jetzt ist es nur noch hübsch. Also, egal. Nur noch hübsch. So, wen wundert's? Du bist ganz vorne und hinter dir ist wie. Ich bin auch ganz geil. Vido Nocturina mit 19.738 als Kleriker Gottesrächer. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass. Ich dachte, 24, doch. 24.000 hat die, ja, genau. 19.738 hat sie bei mir. Ja, die Back hat mir vorhin auch schon mal, das ist 24.000 ist bei mir, also sie ist ein bisschen höher als ich, ist aber niedriger in der Stufe. Weniger Schaden hat sie gemacht. So, der Elsbeth Ironhearth hat 24.591. Ah, ich habe mich verklickt deswegen. Ah, okay. Den Bug hatten wir auch schon mal, dass du dich verklickst. Den haben wir auch schon. Richtig. Genau. Ja, super. Weil der ja, Kleriker das, hinter dir ist nur 19.000. So. Und der Mikael irgendwas hat 17.800. Da merkt man halt so, mit 19 und 17.000 ist das tatsächlich schon wieder mal nicht ganz so ohne dieser Dungeon hier. Nicht wirklich, nein. So. Subi. Ja, 11,6 Millionen geheilt. Ich werd weich. Naja, egal. Okay. Ja, also wichtig ist nur, den Boss nur angreifen, wenn er keinen Schild hat und um dem Schild wegzumachen, den roten Wolf direkt in seiner Nähe umhauen und nicht, wenn der spawnt irgendwo arschweit weg vom Boss. Das hilft gar nichts, dann dauert der Kampf ewig und der spawnt einen Sturmbeschwörer nach dem anderen. Und wenn ihr die nicht schnell genug wegkriegt, dann habe ich auch schon viele Gruppen genau dadurch halt sterben sehen. Wenn dann 3, 4 Sturmbeschwörer da sind,
Die haben schon ganze Gruppen niedergemäht. Schade, schade. Okay. So ist das. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.